Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Prince of Persia The Lost Crown Part. Beim letzten Mal weiß ich gar nicht mehr, wer auf unserer Seite ist oder wer hier wen verrät. Auf jeden Fall ist der Prinz tot und wir versuchen die Zeit zu ändern. Ich glaube, das ist das, wie man zusammenfassen kann. Ich glaube, das macht Sinn. So, wir sind aber momentan noch in der Kloake. Ich will mich nicht so viel Zeit verlieren. Wir reden sowieso noch. Und wollen zu einem Teleporter. Und ich bin wirklich sehr verwirrt. Weil derjenige, der uns... Oh oh. Der uns eigentlich wohlgesonnen war. Oder das zumindest behauptet hat. Ja! Hör mal auf! Ich weiß das doch! Blend das doch jetzt aus! Es ist unglaublich. Ich weiß das doch vom letzten Mal noch. Ich weiß, es soll der Hinweis sein hierfür. Und ich liebe diesen Hinweis so. Ich habe jetzt wieder meine Karte. Die haben wir beim letzten Mal zurückbekommen. Gibt es hier unten noch irgendwas? Nein, wir wollen wirklich nur hoch. Zack. Ich liebe ja, wenn Hinweise gegeben werden. Keine Frage. Auch vor allem, wenn man vielleicht wieder ein paar Tage nicht gespielt hat. Lol. Aber sie sollen nicht dauerhaft eingeblendet werden, weil dafür sind doch die Gebrauchsanweisungen inzwischen da. In den Spielen. Dass ich halt immer im Menü nachgucken kann, System, und da sehe ich meine ganze Steuerung. Ist alles da? Ist doch alles da. So. Ups. Aber ich liebe diese neue Mechanik jetzt schon. Weil potenziell kann sie mich auch vor tödlichen Stürzen schützen. Stürzen schützen. Klingt auch noch schön. Kann ich hier irgendwo noch lang? Nein. Oh. Keinen Schritt weiter, Sargon. Was habe ich gemacht? Hast du uns verraten? Oh, ja, stimmt. Der eigentliche Verräter ist ja der Chef der Unsterblichen. Dementsprechend könnte er das so definitiv erzählen. Was redest du da? Sag mir die Wahrheit. Hast du Prinz Khassan getötet? Nein. Es war dein Chef. Was? Nein. Das war Wahram. Nate, ich würde dich nicht anlügen. Wo ist Anahita? Gute Frage. Ich weiß es nicht, Nate. Ich habe Khassan nicht getötet. Du kannst nicht lügen, wenn du wütend bist. Tatsache ja. Ich glaube, da ist was dran. Es ist bloß, dass uns Wahram etwas anderes erzählt hat. Merkwürdig, oder? Prinz Khassan ist tot. Sargon hat ihn getötet. Wow, das erfordert Mut. Wahram, das klingt wie Unsinn. Ich kann es selbst nicht glauben. Wo ist Sargon jetzt? Geflohen mit Anahita. Er hält zu seiner Mentorin. Ohne den Prinzen ist Persien in Gefahr. Wenn uns irgendjemand anführen kann, bist du es, Wahram. Was ist mit Königin Tomiris? Hungersnot, Dürre... Leidende Bürger, Kushana-Angriffe. Sie hatte 30 Jahre, sich zu beweisen. Ohne euch bin ich kein Anführer. Aber gemeinsam können wir Persien retten. Er plant tatsächlich einen Staatsstreich. Mein Bogen gehört dir, Wahram. Und meine Axt. Hm? Ja, ja, Persien, Bürger. Aber was ist mit dem Kleinen? Er schmerzt mich zwar, aber Sargon darf sich nicht einmischen. Wahram, was willst du damit sagen? Wir müssen Sargon und Anahita aufhalten. Und zwar um jeden Preis. Stimmt ihr alle zu? Ob wir zustimmen oder nicht, es wird endlich Zeit, ihn von seinem hohen Ross zu werfen. Okay, ich glaube, unsere Freundin, die sich jetzt kontaktiert hat, und vielleicht der Bogenschütze können zu uns halten. Ich glaube,
die Ninja Lady und er hier halten zum Anführer. Findet sie. Natürlich. Alle haben ihm geglaubt. Außer mir. Und Artaban? Er hat immer an dich geglaubt. Du kannst hier nicht bleiben. Ich kann spüren, dass Radien hinter mir her ist. Das ist also das Ende der Unsterblichen. Wir machen jetzt gegenseitig Jagd auf uns. Das Ende wurde noch nicht geschrieben. Bleib in Bewegung. Blick nicht zurück. Lauf, Simba! Und kehre nie wieder zurück! Muss ich das überhaupt festhalten? Fällt mir gerade auf. Ups. Moment, ich will mal kurz meine ich hatte doch eine neue Atra-Kraft gelernt, oder? Stimmt, ich wollte den Bogen ausrüsten. Stufe 1, Stufe 2. Wir lassen mal das nämlich so. Den brauche ich nicht, dafür nehme ich den besser, aber den Bogen, der könnte helfen. So, Amulette. Wollen wir bei Amuletten was ändern? Nee. Ich meine, ich kann, wenn ich hier raus bin, kann ich ja wieder die Viper loswerden, genauso wie das. Ich glaube, dann werde ich wieder das nehmen. So, wir können gehen. So, ich will da hoch. Ich schaff das. Na komm. Oh. Oh. Wir werden das mal hier aufbauen. Woo! I did it! Und was habe ich gekriegt? Ein Amulett, oder? Ne, ein Wertgegenstand. Erinnerungsfragment. Erhöht die Anzahl der... Ach so, das... Okay. Nicht, als hätte ich die schon mal alle in der Anzahl aufgebraucht. Ich will gar nicht wissen, wie das an der Kamera aussah. Ich habe nur gemerkt, du arbeitest gerade schon mit dem Körper wieder mit. So. Ich glaube, ich will dahin. Ups. Oh, okay. So geht's auch. Hallo, Sargon. Hallo. Eine Karte, bitte. Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Reinzoomen. Ich glaube, ich will definitiv hier rein. Da geht's weiter. Oh, hier ist noch viel, was man mitnehmen könnte. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, das ist hier der... Hier geht's nämlich dann zum... Ich glaube, hier müsste der Teleporter sein.
Gut, das funktioniert nicht. Ich wollte das mal ausprobieren, weil ich habe das, glaube ich, bis jetzt nie gemacht. Ich bin immer erst losgesprungen und dann so, zack. Ich stecke etwas in der Klemme. Ach, kannst stimmt. Kannst du mir helfen? Das war das Ding. Ups. Okay. Ey, ich bin schon gestorben. Ihr müsst mich nicht noch weiter bestrafen. Ich kann halt den ganzen Raum nicht einblicken. Mein Freund, bist du da? Es geht hier nicht um mich. Der Mond wird von der ganzen Welt geteilt. Nope, okay. Ich habe ein ungutes Gefühl. Doch nicht. Ist deine Reise wirklich das Risiko wert? Was wäre das Leben ohne Risiken? Wir suchen beide nach Antworten. Ich gebe nicht auf und du auch nicht. Da hast du wohl recht. Wir suchen beide nach der Wahrheit. Komm, triff mich beim nächsten Stück, dann zeige ich es dir. So, das heißt, wie oft muss ich das denn machen? Unbekannt. Gehe zum Mondsucher in den Tiefen der Zitadelle. Eventuell. Achso, nee, das hatte ich schon. Gehe zum Mondsucher im versunkenen Hafen. Vermutlich gefangen in einer. Vermutlich Gefangener eines Krustentiers. Ah ja. Ah, shit. Gut. Gehen wir nach Hause. Hüp, hüp. So, jetzt bin ich ja auf dieser Zwischenebene. Da ist was, aber wie komme ich da hin? Achso, jetzt kann ich ja so hochfahren. Ich hab keine Ahnung. So, wir wollen jetzt nach... Ja, wir gucken zumindest links mal. Warum bin ich hier nie weiter? Wahrscheinlich deswegen. Ernsthaft, ich bin doch schon gestraft. Ich finde, wenn man durch so eine Grube stirbt...
sollte man nicht noch weiter sterben dürfen. Wir gönnen uns mal ein Schlückchen. Ja. Kräfte gewonnen, Kräfte verloren. Ah ja. No! Oh, come on. Selbst beim Zurückziehen nicht? Denken. So, und jetzt gehen wir mal hier oben. Nee, ich will den Teleporter erstmal freischalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel klüger. Wir können dann immer noch zurückgehen. Ja, zumindest der Weg zum Teleporter. Ich hab doch... Moment, ich hab doch irgendeinen Schlüssel. Irgendeinen Schlüssel hatte ich doch. Da. Verlorener Schlüssel ermöglicht den Zugang in einem geheimen Stockwerk im Zitadellenaufzug. Ich glaube, der... Ah, trotzdem berührt. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Ich habe alle Gefahren hier scheinbar vergessen, die auf mich lauern. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Bin ich auf dem richtigen Weg? Weil irgendwie sieht es gerade so aus, als wäre ich hier unten nie. Wo ist denn der Raum, den ich suche? Au, hier. Ich bin hier vollkommen falsch, aber dann können wir trotzdem hier mal gucken. Kann ich hier landen? Ich kann hier landen. So, und so könnte ich sie wahrscheinlich wieder zurückrufen. So, wir gucken erstmal nach links. Da ist nichts. Wo kommen wir hier lang? Neuen Ort entdeckt. Katakomben. Sieht so aus, als wäre hier ein Händler. Oder irgendwer. Das ist ein Atra-Baum, wie es aussieht. Ich mache gerade nichts. Oder war das Drift? Das könnte Drift gewesen sein. Macht mein Pro-Controller so einen krassen Drift? Ich hoffe nicht. Na, wir gehen mal vorsichtig runter. Was haben wir hier? Ein Reisenden, der den Weg kennt und doch stets auf Abwege gerät. Darf ich etwas Licht ins Dunkel bringen? Gerne. Ich kann deinen Weg durch die finsteren Winkel im Berg Kaf erhellen, wenn du es gestattest. Wie könnte ich ablehnen? Danke, mein Freund.
So, wo komme ich jetzt hier lang? Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Oh! Oh, deswegen sieht er anders aus. Das ist interessant. Das Gefühl sollte hier nicht sein. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, die Viecher sind gruselig. Was haben wir hier? Sammelgegenstand halten. Tiara, angefertigt in der Form von Fa'xata, dem Gott der Sonne. Sie weist immer noch einen goldenen Schimmer auf. Okay. Oh oh. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe das Gefühl, umso eher ich sterbe, umso besser. Und dann käme ich... Oh no. Was habe ich bekommen? Schockwelle. Erzeuge eine kleine Schockwelle, wenn du dein Schattenteleportationsmaterial zerstörst. Rüste deine... Ja, okay. Interessant. Okay, also bis jetzt hat es sich schon mal gelohnt, hier lang zu laufen. Lol. Ach Gott, ey. Okay, die bleiben zerstört. Ach Gott, ey. Okay. Gehen wir erstmal runter. Ja, dann ist was. Toll, jetzt greifen mich sogar schon die Türen an. Ich habe definitiv den Wack-Wack-Baum verpasst hier. Aber ich will ihn jetzt auch nicht holen. Weil wenn ich hier sterbe, glaube ich, wäre das ganz praktisch. Wieder in der Sonne
aufzuwachen. Es fühlt sich wirklich an, als sollte ich ja noch nicht sein. Oh Gott, was bist du? Es kann mich trotzdem angreifen, okay. Okay, wir lassen dich in Ruhe. Oh, so komme ich zu der Kammer. Und ich bin gleich tot. Singt ihr wirklich jemand oder gehört das zur Musik? Ich komme hier gut voran. Hier ist wieder ein Wackwackbaum. Nicht einmal mein Licht scheint über den Ort seines Ursprungs hinaus. Pass auf dich auf, Sargon. Danke. Sehr gut. Das ist noch ein Weg in den Tiefen. Ich leuchte dir den Weg, wenn du es wagst, zurückzukommen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Weil jetzt komme ich halt nicht mehr so schnell hier zurück. Aber ich konnte nicht widerstehen. Ich musste diesem Weg folgen. Ja, das sieht überhaupt nicht beunruhigend aus. Das ist auf jeden Fall der Weg, den ich gehen soll. Sargon, bist du? Ja. Oh, beim sauren Regen des Himmels. Du bist noch nicht bereit, die Grube der ewigen Sonde zu betreten. Du benötigst allein, um das Siegel zur Grube zu brechen, mehr Simurg-Kräfte. Um die finsterste Kreatur zu treffen und deinen Freund retten zu können. Also ist das hier der Endboss quasi. Musst du deinen Mut und Einfallsreichtum unter Beweis stellen. Mut und Einfallsreichtum? Hör gut zu. Es wartet im Wald eine Prüfung auf dich. Wo Mut lockt, das Schicksal ewiglich. Geheimnisse schlummern unter den Ästen. Nur wer sich traut, gehört zu den Besten. Und? Wissen haust in einem Labyrinth, dessen Gänge voller Suchender sind. Das ist die Bibliothek. Mit Klugheit und Führung kommt jede Antwort geschwind. Ich werde beweisen, dass ich in der Lage bin, Hassan zu retten. Du bist ehrgeizig und beherzt, wie ich es mir dachte. Nutz deine Augen, Dingsbums, um die nächste Simurg-Feder zu finden. Ich jedenfalls möchte nicht hier sein, wenn alles im Chaos untergeht. Was meinst du mit im Chaos untergehen? Ich möchte allerdings zusehen. Nun denn, viel Erfolg, Sargon. Was war's? Quest. Der Pfad zum Sandgefängnis, unbekannt. Erlangt eine neue Zeitkraft, sie finden Mut. Intelligenz, ja. Also Wald und Bibliothek.
will mich immer in Ruhe umgucken. Gut, das wird logischerweise kaputt gebrochen. Es hat ein bisschen was von Hollow Knight. Wobei fairerweise dann, ich sage jetzt mal, das Gefängnis des Endbosses es funktioniert wirklich so. Gleich am Anfang des Gebiets, bis also ziemlich früh gefunden werden kann. Hier habe ich das Gefühl, ich hätte auch was anders machen können. So, ich bin... Genau, ich bin da. Die Frage ist, kehre ich jetzt lieber um? Oder gucke ich mich hier noch ein bisschen um? Ist die Musik auf jeden Fall viel lauter. Hier gibt es richtig viel zu erkunden. Was ist das hier? Ach, das war die Kammer mit dem Schatz. Genau. Hier war doch irgendwo was, ne? Nope. Oh, das ist ja beinahe schief gegangen. Ne, okay. Das mit. Was haben wir hier? Ich liebe das ja. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal prophezeit, dass das jetzt hier der Punkt ist, wo sich die Map halt erstmal ein richtig großes Stück öffnet. Was bist du da für ein Kriecher? Explodiert, okay. Wollen wir die Musik ein bisschen runter machen? Ist mir gerade ein Tick zu laut. Oh oh. Oh, ich habe die Plattform. Plattform nicht gesehen. Ich höre sie doch singen schon wieder. Hallo. Hallo, Sargon. Hallo. Verleihe mir dein Auge. Naja. Können halt wirklich jetzt hier einfach... Oh, hier könnte ein Weg zurück sein. Dann würde ich wieder dahin kommen, wo ich herkomme. Ich glaube, das ist nämlich gerade lieber, als hier die Katakomben zu erkunden. Auch wenn hier was Interessantes ist. Ein Schiff? Huh. Ja. Ich glaube, es ist cleverer, jetzt erstmal zurückzukehren.
No. No. Wie gesagt, es ist cleverer, erstmal zurückzukehren. Auch mit Umwegen zwar, aber trotzdem. Weil wir kommen hier sowieso nochmal her. Hui. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden, aber das ist bei Plattformen auch immer dann ein bisschen fies. Oder bei Metroidvanian. Weil man sich dann oftmals Sachen nicht trauen würde. Und machen wir sich vor, solche Spiele wissen auch einen tiefen Sturz anders zu bestrafen. Erstens, man hat Weg verloren. Zweitens, sie können halt Sachen verstecken. Warum ist der nur halb? Egal. Oh mein Gott. Wie bin ich... Ich hatte das Gefühl, das ist eine Todesfalle, aber okay. Ich komme hier nicht lang. Gut, so viel zu meinem Plan, einfach zurückzugehen. Müssen wir wohl den dunklen Pfad nehmen. Shit. Okay, wie lange nehme ich auf? Eine halbe Stunde erst, okay. Okay. Ich glaube, die Stacheln hier an der Decke sollen nur Warnung sein. So, wir sind jetzt wieder hier beim Gefängnis. Ich irgendwo noch weiter hoch. Hier nicht. Dafür brauche ich halt noch eine Fähigkeit. Ich würde sagen, diese Fähigkeit lerne ich in der Bibliothek. Mit diesen Dingern. Was? Moment, was? Nutze einen aufgeladen, um das Siegel zu brechen. Okay. Ah, und dann sind an verschiedenen Stellen diese Dinger. Ja, da ist nämlich noch ein Siegel. Ich muss es ausprobieren. Irgendwie muss ich das transportieren können. Habe ich das Gefühl. Und das ist dann vielleicht die... die Fähigkeit vom Wald. Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Dankeschön. Du bist nett. Jetzt muss ich irgendwie nur wieder nach Hause finden. Oh! Au! So, ich finde diese Katakomben halt wirklich als Konzept interessant. Was ich auch interessant finde, dass hier kein Teleporter ist. Deswegen, ich vermute mal, dass irgendwo hier in dem Dunstkreis, vielleicht hier, hier könnte ein Teleporter sein. So, und auf dem Rückweg wollen wir auf jeden Fall den Wackwackbaum mitnehmen, der hier unten ist. Trotz dieser kleinen Lichtquelle. Oh. Wir wollen nicht, dass uns hier was hinterherläuft.
Trotz dieser kleinen Lichtquelle, die uns folgt, die freundliche Lichtquelle aus der Nachbarschaft, ist sie trotzdem schwer zu sehen, wo ich hintreten kann. Ach halt, mein Fehler. Was? War ich zu langsam? So, okay. Okay, ich muss einfach stur draufhauen. Okay, wir gehen jetzt mal hier unten lang. Ah ja, stimmt. Gut, aber also die Tür erneuert sich. Das habe ich mir gemerkt. Oh, ein Geist! Geister kann man töten. Check. Und ich bin hier falsch. Zumindest auf der Etage. Hm. Oh. Ey, Tür, ich will gar nichts von dir. Nein, das war dumm. Wenn ich die Möglichkeit habe, zurückzukehren ohne das Labyrinth. Ich will mein Glück nochmal da versuchen. Erstmal töte ich dich. Was? Oh, come on. Komme ich jetzt hin? Und das ist das Schlau, was ich hier mache. Okay. Meine Freundin wäre hier gewesen. Okay. Dann müssen wir da nochmal hoch. Ihr habt leider nur begrenzt Zeit in der realen Welt, deswegen muss ich immer mal so auf die Uhr linsen. Ah, noch bin ich gut dabei. Okay. Gehen wir. Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Dankeschön. Kann ich hier. Nee, hier fügt kein Weg hoch. Vielleicht sollte ich erst mit dem Wack... Ich hab das Ding schon wieder vergessen. Von mich werde auf den Tag warten, wo ich es töten kann. Es wird ein glorreicher Tag. Wo ich mich hinter es stellen kann und es problemlos von hinten niedermache. Wahrscheinlich wäre das jetzt schon möglich, aber... Ich bin auch so zerbrechlich. Ich habe immer noch relativ wenig Leben. Gefühlt. Gerade wenn ich in solchen Gebieten hier bin, habe ich das Gefühl, ich sollte vielleicht... Tut mir leid, ich reise allein. Beziehungsweise nur mit meiner kleinen Freundin hier. So, die Frage ist, ich glaube, ich sollte den Wackwackbaum hier suchen. Bevor ich nochmal gucke, wo es weitergeht. Nee.
kann man nur hier stehen. Ich glaube, das könnte vorhin das Problem gewesen sein. Dass ich aus Versehen diese Animation getriggert habe. Obwohl, komm. Doch, ich muss ja sowieso hier hoch. Ich muss ja sowieso hier hoch, weil jetzt werde ich erstmal brav. Ach, egal. Egal, ich beende nicht mal den Satz. Ich will nämlich zu meiner kleinen Freundin. Okay. Da ist sie. Oh mein Gott, sie war so nah. Sie ist so nah und doch so fern. Ah! Ich sollte halt hier wirklich noch nicht sein. Aber dadurch, dass hier noch ein Weg ist, vielleicht komme ich durch die andere Tür rein. Nee, hier komme ich... Au! Zu sehr alt. Weil hier lotst mich irgendwas zu einem Wack-Wack-Baum. Moment, bin ich beim Teleporter? Hier ist ein Teleporter. Jetzt brauche ich den Teleporter da hinten nicht mehr. Ah, und hier ist der Schlüssel wahrscheinlich. So, wir gucken uns logischerweise aus, hier um. Okay, ich will da lang. Lass mich in Ruhe. Au! Ich hab doch gerade gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was der Geist macht. Aber er war auf jeden Fall noch da. Lol. Da oben ist was. Da bin ich mir ganz sicher. Wir folgen jetzt mal dem Weg hier oben. Ich höre sie doch schon wieder singen. Aber nicht hier. Oh oh. Muss aufhören, die auf der falschen Seite.
Boing, boing. Boing, boing. Au! Okay, jetzt lohnt es sich zu trinken. Au! Stell dich doch jetzt nicht dümmer an, als du bist. Hängt er mir auch immer so doof. Goddammit! Wegdashen! Oh, ey. Ich hatte so einen guten Anfang. Yes! No. No! No! Ich bin so dumm. Ich hätte es einfach einsetzen können. Ja, erneut versuchen. Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Ja, ich weiß. Danke. Geht doch. Okay. Theoretisch müsste ja der Mondmann sein. Pein-Amulett. Besiegte Gegner lösen nach dem Tod eine kleine Explosion aus, die leicht Schaden zufügt. Weil wir hatten doch als Hinweis... dass er vermutlich Geisel eines Krustentiers ist. Und das würde doch hier gerade passen. Nicht einmal mein Licht scheint über den Ort seines Ursprungs ja, ja. hinaus. Pass auf dich auf, Sargon. Sehr gut. Das ist noch ein Weg in... Jetzt bin ich nämlich hier. Den Weg, den ich vorhin haben wollte. Aber wir gehen logischerweise zurück. Weil da ist der Teleporter und ich will wirklich erstmal raus. Raus, raus, raus. Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Dankeschön. Gut, scheinbar war der Krustenmann nicht, der Mondmann nicht hier. Das heißt, es muss noch irgendwo ein Krustentier geben. Wo soll der eigentlich sein? Moment, vielleicht sollte ich mal kurz gucken. Quests. Nebenquests. Okay, das zählt scheinbar erst, wenn ich es zurückbringe. Weil ich habe ein paar mehr. Der Mondmann. So, gehe zum Mond sogar im versunkenen Hafen. Ah, okay. So, dafür muss ich eh in den Wald. Und da will ich ja sowieso hin. Also von daher alles gut. So, ich würde sagen, wir gehen nämlich heute noch zum... Und wieder habe ich hier eine Stelle.
Das funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Ja. Durch die, zu der ich nämlich nur hochkomme, wenn ich irgendwas wie einen Doppelsprung kriege. So. Das war's. Mehr war hier oben nicht. Okay. Nicht so schnell, mein Freund. So. Und dann gehen wir auch noch zur Schmieden. Wir gehen noch zur Schmieden, habe ich beschlossen. Halt. Und wenn ich jetzt nicht mehr im Gift rumturbe, dann kann ich doch hier ein bisschen die Amulette schon mal umswitchen. Da brauche ich nämlich das nicht. Dich geben wir auch wieder ab. Und stattdessen... nee. Einfach nur nee. Ja, mal kurz was testen. Also einmal. Irgendwie kann ich die auch kaputt machen, oder? Naja, egal. Nicht so wichtig. Amulette. Nehmen wir das nämlich trotzdem auch wieder weg, weil... Erhöht die Stärke von Standardwertangriffen ein bisschen. Aber ich glaube, das nehme ich dann. Angriff im Nahkampf ein wenig, solange volle Gesundheit... Nee. Dann nehmen wir den mit. So. Und jetzt bringe ich zur Homebase. Oh mein Gott, so viele Ausrufezeichen, okay. Das müssen wir uns natürlich noch angucken. Nicht einmal mein Licht scheint über den Ort seines Ursprungs hinaus. Pass auf dich auf, Sargon. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich fest von überzeugt. Bin ich hier? Ne, die Schmiede nehmen wir uns zum Schluss auf. Wir gehen erstmal zu Ymir. Schön, dich zu sehen. Au. Gut. Er gibt mir also nur neue Trainingsmöglichkeiten, die mich jetzt aktuell gar nicht interessieren. Gehen wir jetzt zu ihr. Hi. Dann hast du wahrscheinlich auch einen Scheiß. Kaufen. Ich habe 1400 Münzen. Okay. König Jamshid. Erzeugt ein spezielles Geräusch, wenn eine Schatztruhe in der Nähe ist. Standhaft. Senke den Umgebungsschein ein wenig. Okay. Ich glaube, ich will eine Amulettfassung. Gönnen wir uns. Willkommen. Will ich einen Xerxes kaufen? Klar, warum nicht? Gönnen wir uns. Schließlich habe ich ja jetzt inzwischen einen Abnehmer dafür. So, Verbesserung. Trankeffizienz plus 1. Brauche ich bis jetzt halt noch nicht. Mehr Tränke wären cool, aber... Was hast du mir zu... Hallo, Sargon. Nee, weißt du was? Nein. Das macht mehr Sinn, wenn ich das auf einem neuen Part mache, weil ich muss jetzt nämlich auch gleich Feierabend machen. So. Was hast du Neues? Willkommen. Ja, ich möchte. Chakram-Sog. Verursache durch Drücken von X Flächenschaden an der Chakram-Position. Ha! Das ist interessant. Verbesserung? Was haben wir bei Verbesserung? Moment. Kann bei dir auch Xerxes kaufen? Klar, das wäre interessant, aber dafür fehlt mir noch was. Der Bogen, der Köcher. Ah, guck mal, also kann ich doch das erweitern. So, Segen plus 1, will ich das?
Entscheidung, so. Oh. Ja klar, du bist neu, du auch. Das Problem ist mit den Amuletten. Klar. Ich will ja jetzt potenziell die Xerxes wirklich sammeln. Weil ich meine, er hatte noch ein paar coole Sachen. Deswegen kaufe ich vielleicht hier jetzt auch gleich mal die Xerxes. Ich weiß, ich bin gleich richtig arm, aber ey. Dann haben wir es zumindest erstmal abgehakt. So. Ich wäre so gespannt, weil hier sind ja auch diese komischen Dinger. Moment, hatte ich nicht eine Glocke? Oder war das nur... Nee, die Glocken war... Nee, alles gut. Die Glocken waren nur im Dings, glaube ich. Ich glaube, die Glocken waren nur in der Bibliothek. Da muss es aber eine Möglichkeit geben bei den Dingern. Ach so, komm. Stimmt, ich kann bei der Steuerung mal gucken. Ausweichen, Fähigkeiten, Schatten, unbekannte Fähigkeit, das wird es wahrscheinlich sein. Trank, Erinnerungsfragment, ach so, das Ding. Kamera, unbekannte Fähigkeit, ich krieg 2 unbekannte Fähigkeiten, klar. 3! Mit A kriege ich auch noch eine unbekannte Fähigkeit. Okay, A wird wahrscheinlich ein Angriff sein, so Pfeil und Bogen. Oder ein Schild oder sonst irgendwas. Ich tippe mal R. R wird für die Plattform sein. Und, also, rechte Schultertaste meine ich mit R. Und der rechte Control-Stick wird wahrscheinlich für eine Bewegung sein. Also den Speed-Dash beispielsweise, den ich eher vermutet habe, dass ich den noch kriege. Wobei der Speed Dash, der bräuchte keine eigene Taste. Na, wir lassen uns einfach mal überraschen. So, wir gehen zum Wack-Wack-Baum. Und dann so Feierabend für heute. Wir haben gute Arbeit gemacht. Da, oh. 2 neue Fragmente, sehr schön. Jetzt bin ich, glaube ich, nicht mehr ganz so instabil. Anyway. Das war's für diesen Part von Prince of Persia, The Lost Crown. Ich bin richtig gehuckt, aber ich muss als nächstes Mario, glaube ich, aufnehmen, wenn ich das nächste Mal Switch spiele. Offline. Anyway, das ist meine Sache. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben viel in der Dunkelheit verbracht. Wir haben viel erkundet. Und ich hätte noch mehr erkunden können, wenn ich Bock gehabt hätte. Aber ich wollte erstmal wieder zurück. Dementsprechend werden wir auch beim nächsten Mal wahrscheinlich ein paar Sachen erkunden. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ins Gift, so leid mir das tut. Aber ey, so ist das Leben. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.